Let's play The Evil Within. Ja, wir müssen immer noch diese alte erledigen. Ich werde mal eben ganz schnell, haben wir denn jetzt, okay, wir haben, seht ihr? Wir haben immer noch ich hätte so gerne von den, ach voll, wir könnten da, ach so, wir haben 3 benötigte Teile. Wir müssen, glaube ich, die Armbrustbolzen da, glaube ich, mal erhöhen demnächst mal bei unserer Tante da im Spiegelland. Wir haben auf jeden Fall eine Granate, die werden wir gleich mal einsetzen. Boah, das Vieh ist aber auch echt eklig. Also, merke, Granate oben. Okay, alles klar. Das probieren wir als erstes aus. Boah, was ist das für ein Typ, der hier kam vorhin? Der wurde irgendwie gefressen von ihr? Boah. Der geht schon so vorsichtig. Gibt es denn hier sonst noch was zum Sammeln, vorsichtshalber? Nö, ne? Nö. Toll, da kriegt man eine Packung Pistolenmunition. Was ist denn, wenn man da nichts hat von? Wir sterben, wir sterben. Scheiße, weg hier. Wow, 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 Wechsel! Wir sterben! Alter, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben! Und die geht nicht sterben! Was ist denn das? Die geht nicht sterben, die Alte! Alter, die geht nicht sterben! Ich treffe die aber auch nicht, die Olle. Boah, ich treffe die aber auch nicht. Oder müssen wir hier abhauen? Fuck. Boah. Wow, 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 wow. Lauf, 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 lauf. Oh. Was, 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 was? Wow! Wow! Hallo, geh die Leiter runter, geh die Leiter runter! Alter! Alter, was ist das? Wow! Wow, 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 ducken, 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 ducken! Was willst du, verdammt? Genau, verzieh dich, verdammt! Ja, natürlich, genau. Unter den Dings. Den will ich auch verarschen, ne? Alter, was? Hallo, zünd den an. Zünd den an. Boah. Boah. Was war das? Was ist denn das? Boah. Und wir haben kein Leben verloren. Das sei mir mal echt angepriesen. Genau, wir zertrümmern erstmal. Alter. Boah, ich muss erstmal Luft holen. Boah. Da ist nichts drin. Da. Aber wir haben oben auf jeden Fall auch Gel liegen lassen. Da kam ich aber nicht mehr dran, weil die Alte uns ja verfolgt hat. Was eine Truller! Boah, diese ekelige Truller. Ich hoffe, die kommt nicht wieder. Lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Oh. Kommt jetzt der erste Bosskampf, oder was? Geschafft. Ich kann's kaum glauben. Ja. Ich frage mich, was mit den Stacheln sein sollte gerade. Ich hab's geschafft, ich kann's kaum glauben. Wie euphorisch er doch ist. Wie tief geht's denn da runter? Kann ich das mal eben gucken? Und wieso rennt er denn jetzt so? Hä?
Wir kriegen schon wieder so viel Munition, das vermag nichts Gutes. Boah, das erinnert jetzt auch unheimlich an Silent Hill, bin ich ganz ehrlich. Und Silent Hill habe ich echt immer Muffen gehabt. Wow! Wow! Was? Alter, was soll ich denn da machen? Soll ich wieder nach oben rennen oder was? Ja. Ihr seht, dass... ich weiß gar nicht, wie mir geschieht an dieser Stelle. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, wir kriegen Munition. Vielleicht sollte ich Schrotflintenmunition Great Shot nehmen. Vielleicht, weil wir das vom Spieler schon so bekommen. Vielleicht hilft das ja. Weil Qualenarmbrust ist eh leer. Aber wir haben nur einen Schuss bekommen. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll, bin ich ganz ehrlich. Jetzt steht er gleich wieder da, ne? Na toll. Wow, 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 wow. Sprich zu der Hand. Und du bist tot. Na toll. Mich juckt schon wieder. Hä? Ja, das läuft ja besser, als ich dachte. Ich dachte, die alte wäre schon schlimm, aber... Der ist ja wohl mal echt der Oberhammer. Okay, wir werden doch mal da nach oben laufen, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als wie nach oben zu laufen. Weil vorbei glaube ich nicht, dass vorbei die richtige Lösung ist. Oh, ich freue mich schon auf die anderen YouTuber, wenn die an diese Stelle kommen. Hallo, mein Freund. Na du? Aber wenn wir jetzt auf den schießen, dann kommt der schneller zu uns. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Runterspringen wäre doof. Wow, 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 was? Was? Kapitel 4. Überlebt. Das sah mir ein bisschen danach aus, als würden wir wieder in der Anstalt sein. Sah zumindest danach aus. So, schauen wir mal. Nächstes Kapitel. Alter Falter. Also war doch richtig nach oben gehen. Naja. Weil wir können den noch nicht erledigen. Wenn du L2 gedrückt hältst, während du mit Dreieck angreifst, attackierst du nach vorne statt auf den Boden, okay? Okay, also war... Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja. He's watching. He can't leave. He's watching. Okay, sie schaut zu. Wir können nicht... Oder wir können es nicht verlassen. Oder wir können nicht zurück. Innere Tie... Oh, hier geht's lang. Okay. So, ein neuer Tagebucheintrag. So, Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich meinen neuen Partner zugeteilt und dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Maria ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehrere Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an
seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne Linie, hinter der die Bürger vor dem Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in Überzahl. So, dann gehen wir mal wieder unsere liebe Tante besuchen. Die gute Ute. Substanziell für mich am Arsch. Substanziell für mich am Arsch. Scheiße. Schon wieder hier. Verdammt. Wieder hier. So eine Scheiße. Kacke. Keine Zeitung, nichts zum Lesen. Wieder dieser Stuhl. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja. Doch, eine neue Zeitung. Schauen wir mal rein. So, Ermittlung stocken. Ermittlung im Falle des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder umgebracht oder weitergezogen ist. Ermittlung stocken? Serienmörders stocken geheim? Gemeindeverhalten optimistisch? Wer ist denn dieser Serienmörder und vor allen Dingen, worum geht's denn da? Mal gucken, ob wir da noch ein paar mehr Infos später mal bekommen. Bevor ich jetzt speichere, möchte ich doch gerne... Okay, hier ist an dem Brett ist nichts. Bevor ich jetzt großartig speichere, möchte ich doch gerne einmal auf den Stuhl des Wissens. Nennen wir ihn mal Stuhl des Wissens. Auf den Stuhl. Stuhl der Weisheit. Sagt mir, was bringt die Zukunft? Uah. So, Qualenarmbrustbolzen, hatte ich gesagt. Diese Explosivbolzen sind gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir aber nichts von. Das heißt, wir müssen 500 mehr Hagel bräuchten wir dafür. Okay. Schrotflintenmunition wäre gar nicht mal so verkehrt. Qualenbolzen. Erhöht die Menge der Qualenbolzen, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Machen wir mal. Kostet eh 2000. Und somit haben wir dann, ja, eigentlich schon alles verbessert, was wir verbessern können. Weil mehr Haargel hatten wir jetzt nicht mit. Aber ich frage mich, warum wir keine Energie bekommen. Spielen die anderen auf leicht, die anderen Let's Player? Weil jedes Mal, wenn die vom Stuhl aufstehen, kommt oben links im Bildschirm die Lebensanzeige und die ist auf einmal voll. Aber ich spiele doch nicht auf schwer, ich spiele auf normal. Naja. Da, überleben. So, Schwierigkeitsgrad, Mittel, also normal. Ich muss mal bei den anderen, obwohl bei einem sieht man das nicht, das Speichern. Das weiß ich. Naja, egal. Okay, wir haben auf jeden Fall wir haben nicht gespeichert. Ich speichere nochmal, vorsichtshalber. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert, oder? Innere Tiefen? Doch. 4:08, ja. Nicht 4:08, sondern 4 Stunden, 8 Minuten spielen wir jetzt schon. Insgesamt. Ihr seht es da immer. So, und dann geht's jetzt für uns wieder zurück. Ich hoffe, richtig zurück. So, wir haben insgesamt 16 Schuss für den Revolver. 1 Schuss für die Flinte haben wir. Und wir können mal eben... einen normalen Bolzen, glaube ich, werde ich herstellen. Machen wir mal 2. Okay, so. Wir haben 3 normale Bolzen, 3 Sprengbolzen und 2 Blendbolzen, wo ich die von den Blendbolzen nicht so viele bisher benutzt habe, außer vorhin bei der doofen Truller vorhin, der aber nichts getan hat, weil die Blendbolzen ja wohl er sie nur geblendet hat und mehr aber auch nicht. Und ja, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier in der Anstalt erwartet, weil wir sind anscheinend in der Anstalt in der Welt
von morgen, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ich meine, am Ende des Flurs jemanden zu sehen. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Oh, ihr wollt... Man kann sich nicht unterm Bett hier verstecken. Das ist schon mal nicht... Das ist schon mal nicht gut, wollte ich gerade sagen. Nein, mein Gott, ich will die Lampe ausmachen. Wo kommt die denn her? Die war doch gerade noch nicht da. Denn her? Die war doch gerade noch nicht da, die Olle. Und vor allen Dingen, wo ist sie hin? Und ich meine immer noch, dass da hinten an der Tür jemand steht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde mal schleichen. Ja, da steht jemand. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Ich will's auch gar nicht wissen. Alter. Mach doch die Tür noch lauter auf. Wow! Alter, mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig. Ich bin doch noch jung. Ich bin doch viel zu jung zum Sterben. Mein Gott, ich vertue mich immer mit der Lampe drücken. Verdammte Axt. Die macht mich seelisch fertig. Ich fühle mich seelisch geschändet, ja. Gerade ein wenig. Mich wundert das ein wenig, dass hier überall die Türen aufgehen. Und ich liebe ja Anstalten, das wisst ihr ja. Seitdem ihr mir ja zuseht, auch in der Let's Play Live Show. Mit Daylight bin ich so ein bisschen, ja, was Anstalten angeht, ein bisschen misstrauisch. Boah, diese Matratze, die sieht aber auch echt verboten aus. Die sollte mal ganz schnell verbrannt werden. Können wir da kein Streichholz drauflegen? Irgendwie? Nee, egal. Die müsste kernsaniert werden, diese Anstalt hier. Habe ich doch richtig gesehen, dass da jemand steht und der ist nicht sehr vertrauenserweckend. Hier rechts geht's nicht rein. Schauen wir mal links. Da ist sogar schon die Tür offen. Ich frage mich, wo die Trulla rumläuft, die wir vorhin gesehen haben, die an unserer Tür vorbeigelaufen ist. Denn die ist auf einmal verschwunden. Ich weiß nicht wo. Das macht mir Sorgen ein wenig. Mit dem Revolver bin ich gar nicht so sicher momentan. Das ist die richtige Wahl. Oh nein, das ist schon wieder... Alter, das ist schon wieder so ein unsichtbarer Freak. Oh, ist das fies. Sterben. Alter. Alter, geh doch sterben. Ich sehe den aber auch nicht. Wo ist der? Da ist er. Wow, 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 wow. Wow. Oh, ich bin in der Wand. Oh. Geh sterben. Geh sterben. Und jetzt gehst du...
Boah, die machen mich fertig. Diese unsichtbaren Viecher, die machen mich sowas von fertig. Das gibt's überhaupt nicht. Boah, und wie die noch hier diesen Rollwagen, diese Pritsche umgeschmissen hat. Das sah so gruselig aus, weil man sieht die kaum. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Mein Gott. Immer dieses Vertun. Hehe. Türen sollten sich normal nicht so verhalten. Oh, die Matratze ist wenigstens schön. Ja, das wird dann wohl das Frauenzimmer gewesen sein. Mit roten Vorhängen. Frauen stehen ja meistens immer auf Rot. Und auf Schwarz. Oh nein, da ist überall Wasser. Bäh. Wer ist er denn? Ist das der vielleicht hier der Oberst aus der Anstalt? Ich frage mich, wo unser... Na toll, das Klo. In jedem guten Horrorspiel gibt's das Klo. Mit drei Toilettentüren. Sonst müsste ich nach unten. Ach nee. Aber wie? Ich möchte mich trotzdem noch ein wenig umsehen. Die Frage ist, wie komme ich denn nach unten? Springen wäre ja doof, oder? Da läuft eine Ratte. Wie komme ich denn runter? Und kann ich einfach runterspringen? Nee, oder? Nee, das... Tatsache. Ich hab mit einem... Ich weiß nicht... Oh, diese Physik-Engine. Ich habe in einer Folge mal gesagt gehabt, dass ich so scheiß Puppen hasse in Horrorspielen. Das ist so... Das hasse ich sowas von. Wenn dieses Psycho-Horror mit Puppen kommt, dann sitzt die Puppe mal da, dann bewegt sie sich oder so. Alter. Speichern wäre mal geil. Habe ich bei Alien auch schon gesagt. Wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Und das heißt für uns, das Spiel hat hier gespeichert. Und ich würde sagen, spannend bleibt's in The Evil Within. Und wir sehen uns hier in einer weiteren Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.